Herzlichen Dank, Frau Marinacki. Der erste Newsletter des Zentrums zum 200. Jahrestag der griechischen Revolution wurde am 9. Februar dieses Jahres, am Todestag des Dichters der Hymne an die Freiheit, Dionysios Solomos, über unseren Verteiler geschickt. Njovi Klavianou Gesang und Ursula Vrisaki Klavier interpretieren heute die von Christos Leontis vertonte Freiheitskantate aus dem fragmentarisch gebliebenen Hauptwerk des Dichters »Die Freien Belagerten« über den Fall von Messolongi. Im Morgengrauen zog ich auf lichthellen Wegen, die Schulter, die bog ich, darauf mir zu legen, die Leier der Gerechtigkeit. Vom Morgen bis Abend mein Aug keinen ruhmreicheren Ort sah als jenen Dreschplatz.